Willkommen zurück zu einer neuen gedärmereichen Folge Party Animals mit einem Mann, der lustige Püppchen aus Tierinnereien bastelt. Kreis! Putzige Lüppchen, habe ich. Putzige Lüppchen. Was auch immer das ist. Ich kann nicht mal mehr meinen Controller halten mit dieser harten Verletzung, die mir zugefügt wurde. Ein paar Jugendliche haben dir aufgelauert und haben dich abgestochen. Ja. Hier, deine Controllerhand. Ja, was war's jetzt mit Party Animals? Kannst du erstmal ins Krankenhaus fahren? Nee, Pflaster drauf, irgendwo ist. Was nehmen wir dann? Hier, vielleicht mal wieder den da? Fly Dogs, wo ist der denn? Der war irgendwo. Oh, den? War er schon lange nicht mehr. Wo ist das hier? Das vorne an der Spitze. Cowboy Louie, Alter. Bebop. Der alte Schneemo. Schneemo Bebop. Schneemo Bebop? Alter, die wollen direkt hier, ne, in der Redemption. Auf dem alten. Auf dem alten Köder. Travis und Harley sind auch da, Alter. Wir sind die Harley Boys. Die Harley Boys. Alter, Achtung. Goldene Rabbits. Travis. Was ist hier los? Oh, Alter, ich hab ihn runtergegelt. Nur noch der Flüsterer ist da. Lock der Flüsterer? Was? Oh, die geben sich da hinten richtig. Da geh ich doch mal mit dem Hammer rein. Ja, steh hinten noch bereit. Mit einer Dreckschip. Ein schöner Kehrwischmacher. Der Kutterschaufel. Der Kutterschaufel und der Kehrwisch! Ich kann mich nicht bewegen! Bam! Oh, ist okay, der war direkt an meine Kutterschaufel. Falsche Vettel gemacht. Falsche Vettel? Falschen Vettel. Oh Mann, und tschüss. Ich hab ihm falschen Vettel verpasst. Ich hab einen fettigen Vettel. Und der nächste. Oh Mann. Der Whistle ist auch weg. Falschen Vettel, ey. Hat er Motorboot gemacht hinten zwischen meinen Backen. Oh. Achtung. Die Trixie Boys. Was? Alter, was war das denn? Er hat mich rausgeworfen, aber ohne dass ich knocked war. Ich glaube, die hassen uns jetzt. Ich sterbe öfters durch mich selbst als. Da habe ich ihm erstmal eine Split zwischen die Beine geworfen. Kuyamara Split? Oder wie heißt das? Kuyamara Split. Heißt es nicht irgendwie so? Split? Dieses Eis, da hat es nicht noch so einen Untertitel? Kulamara oder so? Oder ich weiß es nicht mehr. Vielleicht wegen Maracuja umgedreht, einfach Kuramaya. Oh, meine Bombe! Zum ersten Mal in der Geschichte der Welt ist eine Bombe auf diesem Flugzeug explodiert. Da liegt noch meine Banane. Geht da noch jemand rein? Ich weiß nicht. Wir könnten. Schöne South Philly-Banane. Ich schmeiß auch noch mal eine hin gleich. Aber wenn ich kenne die Steuerung leider nicht mehr hier. Hinter den Fischen habe ich sie versteckt. Ja, sie ist so in den Fischen verborgen. Ja, aber oh, er wäre fast draufgegangen. Zwischen Lachsbananen, ne? Die falsche Fischbanane. Ja, da ist sie. Passiert. Boah, Alter. Boah, Alter. Die Kreuzbanane. Robert, die Bombe, ey. Robert, die Bombe? Robert, die Bombe. Aber ja, Gelb holt sich. Baschkir. Baschkir. Hab ich mir auch letztens geholt. War mit Frischkäse drin. Boah! Warte, ich halte dich. Lass die in Ruhe. Wieder fit. Das sind Chucks. Hol dir die Chucks. Ich krieg sie nicht. Whoa. Ich krieg sie. Den goldenen Rabbitino. Wieso heißt er auf einmal Wookie? Ist der nicht gerade Whistle? Moment mal. Ja, Name-Swapping. Aber illegal. Kannst du mal auf, hier rumzuschießen, ne? Jetzt an deine Fresse. Ja, immer schön Ding in die Fresse. Oh, ich hab mich selbst gefresst. Oh, der Fisch blockiert. Alter, jetzt werfen die Fische schon auf die Chucks. Boah, Alter, hab ich die da hinten bombardiert. Ich kann die Chucks nicht aufheben, weil da irgendwie ein Lachs drauf liegt. Der Whistling Willy, Alter. Ist er weggewhistelt? Wow. Ja, den hab ich so weggewhistelt. Blow my whistle, baby. Alter, er hat mir den übelsten Dropkick quer über den Flügel verpasst. Ich bin richtig. Oh, verloren. Ich bin auf dem Pömpel ausgerutscht. Sowas geht? Flutschepömpel, klar. Ja, wurde benutzt, deswegen ist er jetzt ein bisschen. Ich wurde genasspömpelt. Alter, mit dem Pömpel hat er meine Ladung abgewehrt. Sowas geht? Ist ein sehr vielseitiger Pömpler. Guck mal. Oh, 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 da wurde. Oh, guck mal, ja, Alter, zwischengepömpelt.
Ich hab ganz viele Bananen da unten hingelegt. Vorsicht, oh, der ist weggeflogen, der eine. Temple Redemption, ja. Travis wird runter elektrifiziert, ja. Alter! Ja. Das war ja ein Einstieg. Da wollten sie die Redemption und haben eigentlich nur die Backpfeife bekommen. Ja, schön Whistling Willy. Jetzt gibt's noch ein paar Schläge hier. Whistling Willy war doch dieser Cowboy aus South Park, aus dem Restaurant. Ja. Hast du diese neue Influencer-Folge gesehen? Die 45-Minuten-Special da? Ja. Pentaverse, nee. Irgendwas mit Penta. Doch, Pentaverse. Heißt sie so? Ich glaube ja. Und nicht Football. Es wird nochmal. Ey, guck mal, die wollen die ganzen Maps aus der Vorrunde nochmal wiederholen, weil sie es ja auf ihrer Redemption-Liste haben, ne? Ja, die AFL wäre, die Analfistel League. Ich hab da so eine Analfistel League. Fistel, das klingt auch, wenn der Zahnarzt. Oh, sie haben eine Fistel. Weißt du so? Oh mein Gott, ich werde sterben. Weiß ich nicht. Scholz? Oh, oder hier so zarte Mäuse, ey. Milky? Milky Maus. Milky Maus? Milk Mouth. Der war immer sehr milchig im Mund. Der hat immer so einen Milchring gehabt. Bashkir und Pavukic sind auch noch drin. Naja, die wollen es wissen. Bashkir und Pavukic war doch so eine berühmte Sendung. Damals in Schockmanistan. Wir haben nichts anderes geguckt. Nur Bashkir und Pavukic. Lieblingssendung. Das war damals Lieblingssendung von Diktator. Oh, da hinten ist eine Bombe. Das ist immer gefährlich. Ja, Bashkir. Alter, hat mich mit der Bombe weggeworfen. Uff. Die Scholniki-Zwillinge hier drüben. Ey, komm ich auch nochmal zu mir? Boah, hab ich dem eben gerade. Bashkir hab ich eben gerade richtig einen auf den Lachs gebuttert. Und seinen Mate hinterher. Was? Der kommt wieder rein? Ich wusste, Rexness simuliert nur. Ich wusste, er simuliert nur. Alter, die wollen mich. Die haben mich tot geburnt. Die haben so ein Gruppenburning gemacht. Ich bin tot. Wegen Bashkir, weil ich ihn so abgezogen hab. Dann kam sein Mate und hat gesagt, lass Gruppenburning machen. Lass Pavukic machen hier. Schön Pavukic. Hat er den ordentlichen Pavukic befasst? Ich habe erstmal hier so eine kleine Pachinko-Bombe rein. Oh, Pavukic hat's zerrissen. Dein Eis da drüben wird ein bisschen kleiner. Ja, ja. Er liegt da mit dem Gesicht im Feuer und brennt nicht. No, ich bin direkt geburnt. Oh, Alter, ne. Da bin ich weg. Oder? Na, da bin ich weg. Scheiße. Ich sag dir, Grün will unseren Tod. Aber ganz heftig. Der Clan der illegalen Pavukicis. Der hat richtig Zorn in der Harnröhre. Alter, wie viele Bananen. Ich werfe auch nochmal eine rein. Oh ja, da hat er sie direkt erwischt. Da werfe ich doch mal noch eine Banane. Oh, da habe ich auch mal noch ein paar Bananen hier. Oh, ein paar hier. Aber hier, guck mal, der Relax. Relaxless da oben. Rexless, der. Gibt's ja nicht so Stressless Sessel. Stressless Anus? Oh, Stressless. Das ist so eine Salbe. Feuer. Oh, jetzt wollen sie sich gegenseitig anzünden hier, Alter. Das ist brutal. Tiere verbrennen sich gegenseitig im Lagerfeuer. Kind, was spielst du da? Ist was mit Tieren? Ist was mit Tieren? Boah, Alter, das war eben eine Wunderbanane. Boah. Und die Wunderbombe. Und Relaxless kommt zurück und taut nochmal auf. Alter. Klar, der macht nochmal hier den Tauhund. Schön auf Riegel 7. Chiri pfeift nicht ab. Und die Bomben werfen am Ende geht immer noch, glaube ich. Das ist ein Feature. Oh nein, Riegel 7 Bombe! Was war das denn? Oh, ich glaube, irgendwer hat einen Drink getrunken. Irgendwer ist unsichtbar geworden, glaube ich. Boah, habe ich den gerade den Pavuki gebürstet. Direkt eine Schaufel! Nee. Boah. Nee. Hilfe!
Oh oh, ich habe keine Ausdauer mehr gehabt. Die Bombe aus Versehen fallen lassen. Oh. Ich kann die Schaufel nicht aufheben, weil ich keine Hände habe, sondern Flügel. Boah. Achtung, Pabukic. Ja. Ey, die Katze, die wird die ganze Zeit K.O. geschlagen. Und lässt sich aber nicht unterkriegen von Pabukics großer Macht. Ich kann nichts aufheben. Oh nein! Oh. Boah, da kriege ich direkt meine Lolli geraubt. Ja, mein Darm hat sich entleert, spontan. Alter, hat die Bombe einfach da hochgeschossen. Wie ich einfach nichts aufheben kann. Oh, die Bombe. Alter. Wieso bin ich hier? Nimm dir den Lolli. Kann ich nicht. Pabukic. Dieser Hase mit seiner scheiß Schaufel. Oh Gott, jetzt bin ich tot. Hat dich tot geschaufelt? Ja, ich bin extrem weit rausgeflogen, aber der Sommer kommt. Der Sommer kommt. Alter. Alter, wie viele noch leben jetzt? Das ist ja. Echt viel. Boah, ich krieg auch nichts. Uff. Ey, die Schaufel kriegt man aber auch nicht mehr aus seiner Hand, ne? Nee. Der hat die ewige Schaufel. Bin gefroren. Ja! 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 Boah, Alter, die schwitzen jetzt. Jetzt geht's halt wieder los, ne? Da kommt auf einmal Yolki Bass, der war doch nicht von der... Ja, Yolki Bass, klar, wechseln die den ein. Ist das so eine neue Musikrichtung? Oh, ich höre nur noch Yolki Bass. Oh nein. Da oben ist einer mit Chucks. Die Chucks sind fies, jetzt gerade ist Schneesturm. Ja. Ja, geil, geil, geil. Haut er mich genau, wenn ich die Bombe hier schwinge. Hey, Pabukic! Wo ist meine Bombe hingeflogen? Wurde irgendwie in die Anderswelt geprügelt. Achtung, Bashkir! Boah! Ich bin unterm Boot, ne. Unterm Boot? Ja. Oh, ich hab's da wirklich reingeschafft, unglaublich. Vorsicht, noch eine Bombe liegt da. Dass ich das geschafft habe, ist Kunst. Kunst oder Skript? Wusste nicht, dass du jetzt auch diese Reddit-Skripts nutzen kannst. Aua! I'm a script, man. Oh, nee. Alter, was war das denn für ein Ultrawurf? Na, schnell, Bashkir hat übelste Tricks. Oh, er liegt hart im Feuer. Ja, aber die brennen irgendwie nicht so richtig. Die Bashkir-Ultras. Oh, Alter, den habe ich aber gut rausgefistelt. Komm, warum friert er denn nicht? Hallo, hallo. Ebenezer, Alter. Ebenezer Bashkir. Oh, die Ente. Die Gans, die hängt da so ein bisschen. Ich hab sie nochmal rausgeprügelt. Ja. Ich komm nicht auf die Beine. Ich komm nicht auf die Beine. Ja, wenn ich auf die Beine komme, liegen hier sofort 16 Bananen, Alter. Auf 1 Quadratmeter. Boah! Ich bin gefroren. Ich bin wieder da! Ja! 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 Ja, ja, ja. Ja, Alter! Ah. The Sweatmaker! Sweatmaker! Schmentos!
Einen schönen Schmentos. Boah, hab ich dem eben gerade einen Raketentorpedo-Punch gegeben. Oh, Alter, der Boomerang hat mich selbst wieder. Ich mach immer Self-Rang. Okay, dieses kleine Feuer. Alter, ich roaste den da richtig weg. Ist der tot? Was? Ich bin gefroren an der Kante. Yo, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich bin an. Als ob. Rexless ist auch tot. Ich hab Baschkir verbrannt. Ich hab einen Hasen rausgeworfen. Baschkir habe ich richtig tot gebrannt. Dann kommt der andere, gibt mir einen Schlag und ich bin da oben an der Treppe hängen geblieben. Oh, Baschkir! Ne, Baschkir lebt noch. Das, ah ne, ich hab Puffjack oder wie der andere heißt. Den habe ich besiegt. Puffjack! Pavukisch, den hab ich tot gebrannt. Hey, ich weiß nicht, wir sind hier in irgendeiner ukrainischen Power-Lobby. Ja, die schwitzen hart. Jetzt wird's Zeit für mehr Bananen, ne? Hier unten liegt noch keiner, leg auch mal eine hin. Zack. Schöne Baschke-Banane. Ich leg noch eine hin. Schöne Baschke-Banane. Ey, Baschke-Doppelbanane. Oh Gott, der eine geht ins Feuer. Geht gleich aus, ist nicht gut. Katz ist tot, glaube ich. Warum hätte er ihn da oben hängen lassen? Ja, aber er will ihn nochmal richtig peinigen. Das ist seine. Ich habe hier über Weihnachten habe ich mit meinem Bruder hier diesen kleines A-Loch-Film geguckt, wo der Opa in die Hölle kommt und das eigentlich voll geil ist da. Boah, das war der damals so ein Hype und ich weiß noch, was es für ein Skandal war, wo die in der Schule gesagt haben, wir sollen den nicht gucken und so, ja, weil der vulgär ist und alles. Ja, ja. Peppi. Weil das Versuchskaninchen immer für ihn, ne? Peppi. Ich hab, ja, das also war nochmal hier eine Sommerphase. Hatte meine Freude. Ich fand den sehr lustig wieder. Das kleine A-Loch. Das regnet nahens, ne? Ja. Guck mal, wie die ganz kurz auch so in der Luft schweben. So richtige Reddit-Bananen sind das hier. Ich schmeiß noch mehr Bananen. Bah, Alter, blau gewinnt es. Nein. Oh, grün, Baschkir. Baschkir. Oh. Was? From the underground. Alter, und, oh, ey, was ist das hier? Das ist doch nicht mehr legal. Illegale Feuerbananen. Alter, da hat er sich eine Feuerbanane irgendwie hinten reingezäpfchend. Alter. Das war so eine nicht gesehen. Heiße Banane, ey. Dachte ich Jolki, eigentlich, wir Alter. Jolki. Egg Jolki. Heißen Jolki. Oh, die haben jetzt richtig voller Zorn. Uff. Nee, oder? Oh, fast dachte ich schon, ich werde schon weg. Die alten Jolkis seiner Mutter. Die alten Milchjolkis seiner Mom. Vorsicht. Ich wollte jetzt den Feuer ziehen. Oh, die wollen dann die Bomben. Da liegen Bomben. Oh, die ist auch hot. Ich bin bewusstlos. Alter, die Katze hat sich draufgesetzt. Was ist das für eine kranke Scheiße? Alter, ich halte mich erstmal raus. Da ist sehr viel Zorn. Ja, hier Baschki und sein Freund. Die haben Hass natürlich extrem. Bam! Die hat mich ausgenockt, die Bombe. Vorsicht, der Hase ist auch sehr übel. Der ist ja, mein der Freund ist auch vom alten Baschke. Das ist doch dieser Yorkie Chance. Yorkie Chance. Dieser Musiker. Irgendwie kommst du auch heutzutage in, also in Deutschland kommst du in die Charts, wenn du einen Sprachfehler hast. Ja. Guck mal, wenn du, wo wir bei alter Comedy waren gerade, du brauchst damals nur Schwäbisch reden und bist groß geworden. Ah jo, guck, Schwäbisch, du kein Vogel geworden. Ne? Ich wäre gerne Vogel geworden. Zack, oh. Blablabla. Sofort Album rausgebracht. Aber ich hatte auch einen Mundstuhl-CDs. Mundstuhl, Alter. Ich hatte Mundstuhl und CD. Ich hatte damals auch fies Mundstuhl. In meiner Jugend. Vom Crack. Jugendliche rauchen Crack.
Schönen Crackstuhl. Boah, der hat Crackbomben, ne? Achtung. Ja, ah, der macht jetzt einen fiesen Ebenezer. Boah, ein Ebenus, Alter, aber richtig übel. Boah, dann hab ich weit geworfen, aber ich lieg auf. Super. Und mich jetzt erwischt, weil die eine. Oh. Auf dem Rückweg hat er nochmal eine Baschkir verteilt. Ja, sein Kumpel hat hier nochmal so eine Baschkir verteilt. Ey, wie viele noch leben, ne? Wie hier geschwitzt wird am Lagerfeuer. Ey, so viel wurde hier früher echt nicht geschwitzt, ne? Oh, nee. Oh, ich bin natürlich die Katze. Wie kann der denn da reinflippen? Keine Ahnung, er ist nicht mal bewusstlos. Das hat ja ihn beflügelt und hat ihm irgendwie den Baschkir. Es hat ihm den Baschkir relaxed, irgendwie ganz hart. Geld muss jetzt unbedingt weg. Hä? Hatte Gelb schon immer den Hund? Ja. Keine Ahnung. Ja, doch, relax, Les. Da habe ich aber irgendwie drei Runden gar nicht gesehen und jetzt auf einmal ist er wieder da. Da hinten relaxed. Boah, Alter. Das war aber kein relaxter Punch. Alter, wieder hinten durchdrehen. Ein. Ja. War gar nicht lässig. Au! Groß, Alter, Relax, das will mich. Das war jetzt aber gar nicht extrem. Alter, wie sie uns austanzen. Oh Gott! Komm schon. Alter, die arbeiten zusammen. Tiermafia hier. Ey, dieser Pavulkic da, der muss unbedingt weg. Oh nein, ich lieg den Flammen. Pavulkic macht auch nur Dropkicks, Alter. Ja. Boah, leben beide. Boah. Uff. Alter, was? Wie? Oh. Jetzt kommt natürlich Sommerzeit. Ja, jetzt wo er draußen war. Ja, ja, hier können sie natürlich schön scripten, weißt du? Oh, mach mal schnell Sommer an, wenn die anderen rausgehen. Ich steh nicht mehr auf. Oh. Ich hab den ganzen Sommer draußen im Schnee verbracht. Boah. Ich kann Pavukic einfach nicht treffen. Nee, Pavukic ist. No! Oh, jetzt bin ich weg. Das überlebe ich nicht. Bin ich vorhin eingefroren? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja, ne? Ich habe es nicht gesehen, weil ich hier noch im Todesbildschirm lag. Ja. Alter! Chitorino, Alter! Da schmeiß ich mal noch eine Banane ins Feuer. Scheitlückenbanane. Alter, Pavukic, das gibt Rache. Das gibt Pavukic. Aber der hat auch Pavukic-Scripts. Konntest du nicht treffen, ne? Nee. Der hat's eigentlich auch solo gemacht. Relax hat ja nichts gemacht. Der war ja zwei Runden gar nicht da. Klassischer Yolki-Bass. 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 Ja, der hat irgendwas an. Ja, irgendwie ein bisschen Zaubersaft in den Adern. Never trust the Pavukic. Never trust the witch. Ey, es wird ein Typhoon Redemption, ne? Jetzt will er noch irgendwie uns demütigen auf den Typhoon. Das sieht unfair aus. Na, das wird ein Demuts-Taifun. Ein Demuts-Taifun? Bin sehr demütig. Immer Demut und Kraft.
sind meine Devise. Immer Demut und Kraft. Und ein gutes Musli. Gutes Musli. Mach nicht Porridge, das ist zu viel. Na, vielleicht müssen wir hier irgendwie so Science-mäßig ran, oder wollen wir Oris nehmen? So richtig schön glow in the dark? Schöne Oris, Alter. Schöne Ori-Orgie. Ja, war ich letztens auch. Auf so eine Ori-Orgie? Am Furry-Fest, Alter. Da ging's richtig zur Sache. Alter, die gehen schon wieder direkt richtig ran. Die gehen richtig ran hier. Ja. Oh, alle wollen hier Tennis spielen und so. Alter, ich kann mit dem Tennisschläger... Oh, was? Ey, wie weit ich geflogen bin. Alter! Wide, ey. Boah, der macht hier voll die Tornado-Moves. Oh. Oh. Das war knapp. Wow. Und wie es direkt weitergeht. Die Duschente. Vorsicht, duschende Enten. Werberkatze hier. Na, das ist wieder hier dein Freund, Pavukic. Oh, ab in die Turbine. Oh, Alter, der ist weg. Hey, dem habe ich auf jeden Fall die Pirocken aus dem Gesicht geschlagen. Pirocken, Alter. Duschente bin ich auch nochmal los. Machen die alle, Alter? Oh, wie sie jetzt alle hier hochkriechen. Ja, ja. Berg. Ich hab mich irgendwie... Alter, ich hab als Support. Wie er da hängt, wie so ein... Oh, Jungs, mein Leben ist echt am Ende. Boah. Oh, shit. Ich hab das nicht unter Kontrolle. Oh, was? Ich schaff's aber nochmal. Hä? Alter! Alter! Der hat mir unter Wasser so einen Nocke-Dudel gegeben. Die Bombe trifft mich noch. Ja, du bist noch im Rennen. Naja, aber auch nur so. Bruder Schmalz. Komm. Ja! Komm! Ich bin abgesoffen. Alter, das war... das hast du. Das war krass jetzt noch, Alter. Ich störe das Radarsignal. Mama, ich habe auf dem Fernseher nur noch so eine komische Katze. Das ist eine Schaufel. Oh. Und er wollte mich da reinwerfen, wie dreckig und schmutzig sein Verhalten ist. Es wird viel mit Blut und Gewalt. Ey, der will nur. Nein, lässt mich nicht los! Der hält meine Schaufel fest, um was geht! Bruder Lenz, Alter! Bruder Lenz! Bruder Lenz und Partner! Lenz und Söhne hier! Alter, was war das denn für ein Curve Punch von der Ente? Oh, die Ente Chaos heißt sie! Chaos, die Ente. Alter, dieser Typ hat doch irgendwas an. Guck dir das an, wie der... Dieses Hard-Scripting, was er da macht. Ah, na, ich werde abgetrieben. Aber die Ente auch. Hat sie jetzt davon. Weil sie hier so das eine... Das Habanagila Hard-Scripting. Das Habanagila Hard-Scripting. Das war nochmal ein schöner. Soll ich mal einen Lachs werfen da? Ja. Oh, da vorne hängt eine Bombe. Boah. Das war aber nicht mein Lachs. Die Cola-Bombe. Die Cola-Bombe hat den... Ich drin hängen. Ich hänge im Geländer. Mein Gebiss hängt im Geländer. Ja. Reingebissen, um. Also wirklich. Ich komme gar nicht mehr zu, weil ich bin immer noch bewusstlos. Ja, der Schiri pfeift nicht mehr ab. Wir haben erstmal Skript-Test gemacht. Oh, da unten Roden One. Heißt der, oder? Heißt der Roden One? Roden One?
Vorsicht! Oh, den einen habe ich da voll reingehauen, den einen. Oh nein, meine Chucks! Blue Bob. Meine Chucks, sie enden. Der Eismann hat meine Chucks vernichtet. Hol sie den. Nein, hat er nicht, ich hab sie. Tanzschule Saloniki. Saloniki. Grüß du, Saloniki. Swirl Swibble. Swirl Swibble Saloniki. Swirl Swibble Saloniki. Oh mein Gott. Alter. Ich wusste nicht, dass der Script Diver noch legal ist. Ich kann nicht schlagen, weil ich keine Ausdauer habe. Den Affen ins Wasser gekickt. Jetzt aber. Jetzt habe ich ihm seine Ehre genommen. Oh, der Lachs. Alter, habe ich ein Glück. Alter, habe ich ein Glück. Richtiger Achtung, Glückslachs. Die Katze wieder hoch. Dancen. Kommt er von, zwei, kommt er von da hinten. Er macht auf zwei sichere Zone. Zwei sind hier. Er macht auf sichere Zone. Sein Kumpel spart gerade auf Lachs. Boah! Alter, den habe ich aber gezoned. Ich habe Lachszone bekommen, sag ich doch, sein Kumpel spart auf Lachs. Aber macht nichts, wir haben trotzdem Win. Ja, aber der da hinten. Der da nochmal. Hau ihn nochmal auf die Fresse. Ja, ich habe ihn vom Boot runtergezogen. Ja, Mann, 3-0, oder? Ja, 3-0. Ein 3-0er Boot, ey. Ja, da haben sie nochmal den Charles Typhon gesehen. Ja, wir wissen halt, wie man sich auf Yachten kloppt. Ich habe einige YouTuber-Partys miterlebt. Das ist immer komisch. Professioneller Yachtschläger Lack, als ob Lack 3-0, ne? 3-0, Alter. Lack 3-0. Ja, Leute, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen, bewerten, kommentieren, Hashtag Lack. Tschüss.